Hi Leute, heute gibt es einen kleinen, kurzen, schnellen Tipp. Und zwar geht es um die Aussage, in moderaten Mengen ist es schon in Ordnung. Viele sagen ja dann, wenn es nur ab und zu ist, wenn es nur in moderaten Mengen ist, wenig schadet nicht. Da würde ich so ein bisschen Einspruch erheben. Würde ich nochmal fragen, wenn es jetzt zum Beispiel ums Essen geht. Erstmal, bei den meisten ist es dann eben so, dass diese Ausnahmen, diese moderaten Mengen, wenn man das zu so einer Ausnahme und zu so einem Ab und zu macht, dann ab und zu ganz häufig werden. Und ab und zu gar keine Ausnahmen mehr sind, sondern so ein tägliches Ding. Und das ist eben auch ein Punkt dabei, was bei diesen moderaten Mengen ja nicht so toll ist. Und der zweite Punkt ist, wenn was giftig ist, wenn was schädlich ist, dann ist es natürlich gut, davon weniger zu nehmen, aber trotzdem bleibt es schädlich und sollte komplett gemieden werden. Das ist wie beim Tank in euer Auto. Kann man ein bisschen Zucker reintun, kann man ein bisschen anderes Benzin reintun. Ist auch in geringen Mengen absolut schlecht und der Motor kann dir schon verrecken. So. Kommt natürlich darauf an, was man reintut. Manches mehr schädlicher, manches weniger. Aber im Grunde sollte alles gut sein. Verträglich. Und auch Alkohol in geringen Mengen sollte gemieden werden. Ja. Nur so als Tipp zu diesen moderaten Mengen. Gerade beim Essen. Meistens, wie gesagt, sind es nicht so moderate Mengen. Ab und zu merkt man McDonald's so. Ab und zu ein bisschen Zucker im Tank. Vielleicht regt es ja dann ein oder andere ein bisschen zum Nachdenken an. Aber das war es auch schon. Wollte ich nochmal loswerden zum Gedanken dazu. Könnt ihr auch mal drunter schreiben, was ihr dazu denkt. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.